willkommen zum Equine Science Talk. Heute erzählen wir euch etwas über besonders schlaue Pferde. Ja, schlaue Pferde nennt man auch innovativ. Das heißt, sie finden selbstständig eine Lösung für ein Problem und das Ganze ohne abzuschauen. Als ich mit meiner Doktorarbeit fertig war, hatten wir ja über unsere Datenbank Pferde gesammelt, die außergewöhnliches Verhalten zeigen. Und hat das ja dann vorselektiert, also Verhalten, das antrainiert war oder was Verhaltensstörungen waren oder Verhalten, das abgeschaut wurde, haben wir nicht mit reingenommen. Und danach hatten wir dann 746 Fälle von Pferden, die Innovationen zeigen, um zu spielen, ihren Komfort zu erhöhen, um Futter zu gelangen oder aber auch um sich mehr zu bewegen. Ich finde dieses Video eigentlich sehr schön, weil es eigentlich zeigt, wie viel wir im Alltag von unseren Pferden so verlangen. Nach Futter zu suchen ist nämlich für Pferde eigentlich gar nicht normal. Das heißt, dieses Pferd muss sich merken, dass es den Ball rollen muss, damit Futter rausfällt. Und es muss dann auch noch sich merken, dass es den Weg absuchen muss, um das Futter zu finden, was dabei rausgefallen ist. In der Natur machen Pferde sowas nicht, weil sie stehen ja immer mittendrin in der Salatschüssel. Ja, das stimmt. Aber am häufigsten gibt es ja nach wie vor die sogenannten Ausbrecherkünstler. Ich habe hier auch so einen, mein Schimmelchen, der stand an Weihnachten auf einmal mit seinem Kumpel Fury im Garten. Dachte ich mir sowas. Deswegen hängen hier überall Sicherheitsverschlüsse vor euren Gattern. Aber tatsächlich hatten wir am Ende 513 Fälle von Pferden, die Tore, Gatter und Türen öffnen. Dies hier ist zum Beispiel ein schönes Video von einem Pferd, was die Balken vor seiner Weide wegschiebt. Tatsächlich haben die meisten Pferde ziemlich simple oder einfache Verschlüsse geöffnet. Es gab aber auch einige, die ziemlich clever waren, wie Drehverschlösser, Sicherheitsschlösser, Schiebetore, Karabiner und sogar manchmal eine Schlüssel im Schloss oder Totblinden geöffnet haben. Dieses hier ist ein Fall von einem Pferd, was einen Sicherheitsbolzen von seinem Weidekater öffnet. Ja, es gibt aber doch nochmal cleverere Pferde, oder? Oh ja, das sind die Pferde, die tatsächlich Werkzeug gebrauchen. Bisher hat man ja immer gedacht, dass Werkzeuggebrauch bloß von Menschenaffen und Menschen gezeigt wird. Das stimmt. Tatsächlich kommt in der Forschung immer mehr darauf, dass eine ganze Menge Tierarten Werkzeuge gebrauchen. Wir haben in unserer Datensammlung schließlich 13 eindeutige Fälle von Werkzeuggebrauch beim Pferd gehabt. Und das nicht nur, um Futter zu rächen oder Futter zu gewinnen, sondern auch, um zu kommunizieren. Ein Beispiel ist dieses Video hier. Dieses Pferd stand 3 Tage in der Box, weil es krank war. Und am 3. Tag kam die Besitzerin in den Stall und das Pferd schmiss ihr das Halfter vor die Füße, um zu zeigen, dass es gerne rausgelassen werden möchte. Insgesamt ist aber Werkzeuggebrauch tatsächlich sehr selten bei Pferden. 10 Fälle oder 13 Fälle in 10 Jahren zu sammeln, ist ja eigentlich auch nicht gerade viel. Lauren hat über ihre Doktorarbeit über schlaue Pferde geschrieben und sie kann euch am besten erzählen, was diese Pferde auszeichnet. Ja, zum Beispiel gibt es hier diese Röhre. Man kann eben schauen, ob die Pferde selbstständig schaffen, diese Röhre zu bedienen, da ist eben Futter drin und die müssen unten am Stab drehen, um Futter da rauszubekommen. Und wir haben 16 Pferde untersucht, indem wir eben diese Futterautomatröhre da in der Box angebracht haben und das Ganze per Videokamera aufgezeichnet haben. Und die Pferde hatten 2 Tage Zeit, um den Versuch zu lösen. Der Maniello hat ja auch am Versuch teilgenommen, ganz offensichtlich kann er es noch. Insgesamt waren es dann wie viele haben es geschafft? Von den 16 Pferden haben es 4 Pferde geschafft, diese Röhre vollständig zu entleeren. Das war unser Kriterium, dass das dann eben auch als innovativ gewertet wurde. Genau. Und diese 4 Pferde, was hat die ausgezeichnet oder was war so besonders an denen? Ja, wir haben uns den Charakter von den Pferden angeschaut und die waren zum einen aktiver, also die haben sich also insgesamt mehr bewegt. Außerdem waren die beharrlicher, das heißt, sie waren noch länger dran versucht, dieses Automaten zu lösen. Und außerdem waren sie selbst kontrolliert, das heißt, sie waren weniger schnell frustriert, wenn sie eben nicht sofort erfolgreich waren. Und außerdem waren sie auch noch emotionaler. Das haben wir untersucht, indem wir geschaut haben, wie das Stresshormonlevel ist und außerdem die Lateralität. Also die waren sowohl sensorisch wie auch motorisch linksseitiger als die nicht erfolgreichen Pferde.
Leider haben wir hier wenig Zeit, euch die Einseitigkeit der Pferde auch noch zu erklären. Wenn es euch interessiert, dann schaut euch doch bitte einfach das Video Warum Stress Pferde linksseitig macht bei uns im Equine Science Talk an. Aber Pferde zeigen ja Innovation nicht nur aus der Not heraus. Also zum Beispiel mein Panjayo, dem mangelt es ja an nichts. Ja, dein Panjayo, das ist wirklich einer der cleveren Pferde. Dem ist schlichtweg einfach langweilig. Das heißt, solche Pferde entwickeln häufig sehr komplexe Innovationen und auch verschiedene Innovationen und zeigen diese immer wieder. Wir haben aber auch einige Pferde, die tatsächlich Innovationen nur entwickeln, um einen Mangel abzustellen, zum Beispiel an Sozialpartnern, an Bewegungen oder an Futter. Diese zeigen dann eine spezifische Innovation und zwar wirklich ganz zielgerichtet, eigentlich immer nur genau, um diesen Mangel gerade abzustellen. Da muss ich wohl mein Pferdchen noch ein bisschen besser beschäftigen. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal beim Equine Science Talk.